Die Masernepidemie in Salzburg breitet sich weiter aus. Derzeit sind 127 Krankheitsfälle registriert. Alleine in der Waldorfschule, wo die Erkrankung vor gut 2 Wochen ausgebrochen war, sind mehr als 100 Fälle bekannt. Weitere Verdachtsfälle werden aus anderen Schulen in der Landeshauptstadt, dem Flachgau und dem Tennengau gemeldet. Die Salzburger Landeskliniken bereiten sich inzwischen auf einen möglichen Ansturm vor. Es sind insgesamt im Moment in den Salzburger Landeskliniken 5 Patienten aufgenommen. Davon 2 auf der Kinderabteilung und 3 erwachsene Patienten. Diesen Patienten geht es insgesamt im Moment gut und sie sind alle am Weg der Besserung. Klar ist, dass wir Vorkehrungen treffen müssen. Befürchtungen haben wir keine, aber um Ihnen das Problem zu veranschaulichen, wir müssen sicherstellen können, dass die mögliche Infektionskette dieser Tröpfcheninfektion durchbrochen wird, dass Patienten nicht im Röntgen, in den Warteräumen etc. angesteckt werden. Wir müssen den entsprechenden Kontakt mit dem Roten Kreuz, mit der Ärztekammer, den niedergelassenen Bereichen herstellen. Wir müssen sicherstellen, dass das Personal geimpft ist, dass in Kontakt mit potenziellen infizierten Menschen kommen kann, damit es nicht zu einer weiteren Ausbreitung kommt. Um die Epidemie einzuengen, rät der Experte neben einer Impfung zu Folgendem. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist sicherlich wichtig, dass man vor allem versucht, wenn man Symptome in der Nähe von Masern hat, zu Hause zu bleiben, nicht in die Arztpraxen zu gehen, sondern den Arzt zu rufen, weil sonst eine ständige Weiterverbreitung der Masern tatsächlich stattfindet. Masern ist eine gefährliche Erkrankung. Man muss sich vorstellen, dass weltweit noch im Jahr 2000 etwa 700.000 Menschen an Masern gestorben sind. Man schätzt, im Jahre 2006 etwa 200.000 Menschen an Masern gestorben sind. Das ist ohne Zweifel relevant. Es ist eine Erkrankung, die im Kindesalter in den meisten Fällen relativ gut abheilt, aber doch natürlich auch bei einzelnen Patienten Folgeschäden zurücklässt. Im Erwachsenenalter verläuft die Infektion häufig schwerer, mit Beteiligung von Lungenentzündungen, Gehirnhautentzündungen oder Gehirnentzündungen. Und, wie ich zuerst schon gesagt habe, grundsätzlich gibt es auch im Zusammenhang mit Masern Todesfälle. Für Erwachsene mit Verdacht auf Masern gibt es seit Dienstag einen Sicherheitstrakt in der 3. medizinischen Klinik, in der die Patienten aufgenommen werden. An Masern erkrankte Kinder werden weiterhin in der Kinderklinik behandelt.